Grundlegend haben wir drei Möglichkeiten, um Passwörter zu brechen. Die einfachste Möglichkeit ist, wenn der Benutzer ein unsicheres Programm verwendet, wie zum Beispiel eine alte Version von Microsoft Office. Dann kann das Passwort innerhalb von weniger Sekundenbruchteilen sofort gebrochen werden und Sie haben sofort Vollzugriff. Die zweite Möglichkeit ist, dadurch, dass viele Benutzer Standardwörter aus dem deutschen oder englischen Sprachschatz benutzen, ist eine sogenannte Dictionary-Attacke. Wie funktioniert das? Ich nehme ganz einfach ein komplettes Wörterbuch und probiere alle darin enthaltenen Begriffe und Wörter hier durch. Jetzt denken Sie, das ist sicher einiges, dauert aber im Normalfall für einen Hacker wenige Sekunden, um hier die komplette deutsche Sprache durchzuprobieren. Die dritte Möglichkeit ist eine sogenannte Brutal Force Attacke. Dabei probiere ich einfach alle Möglichkeiten aus, also ich fange an mit AA, AB, AC und dann ist es eine reine Frage der Zeit, bis ich durch regelmäßiges Ausprobieren Ihr Passwort erschnüffeln kann. Dementsprechend der Tipp für Sie, benutzen Sie lange und komplizierte Passwörter. Was ist ein kompliziertes Passwort? Ein Großzeichen, ein Kleinzeichen, eine Zahl und im Idealfall sogar ein Sonderzeichen. Damit machen Sie es Hacker extrem schwierig, denn dann brauchen Sie zum Rückrechnen, zum Ausprobieren mehrere Jahrzehnte.